Willkommen zu einem neuen Video von Lea Kim Lol. Zu einem weiteren Video von Lea Kim Lol. Wir werden jetzt wieder wunderbar Truck fahren. Sorry. Mal sehen, wo wir hier stehen geblieben sind. Vielleicht werde ich auch in der Mitte abbrechen, da ich ja ein... Ich mache mal mein Licht heller, damit ich besser was sehen kann. So. Vielleicht werde ich auch mitten in der Fahrt abbrechen. Obwohl ich hier wenig sehe im Truck. Da es ja so ein Truck ist mit Schnauze. Ja, hier gibt es gerade irgendein Chatprogramm, das, ich bin gerade fertig geworden mit der Schule, Homeschooling, Corona trifft mich ja auch und, darum wundert euch nicht, dass die ganze Zeit so ein Kram kommt. Übrigens, Fragen, die nicht mit diesem Video zu tun haben, werde ich nicht beantworten. Also wenn ihr jetzt fragt, was bedeutet WAT oder so, das werde ich nicht antworten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel fragt, gibt dieses Spiel kostenlos, werde ich natürlich antworten, mit Ja. Aber auch so Fragen, die ich vielleicht nicht kapiere, die kann ich natürlich auch nicht antworten. Also wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht ein bisschen wuschig, also anders schreibt, also unverständlich für Kinder, dann solltet ihr es vielleicht einfacher schreiben, weil sonst kann ich ja nicht beantworten. Ja. Und es hilft auch nichts, öfters mal zu schreiben, was bedeutet WRT, was bedeuten diese Nummern? Was bedeutet so und so? Das wird nichts bringen. Aber jetzt zum tolleren Teil. Ich finde diesen Laster richtig toll, finde ich. Das Lenkrad ist ein bisschen Geschmackssache. Aber ich habe mir extra den hier gekauft, weil dort ein... Kurz mal mache ich kurz was. Ich melde mich später bei euch. So, hoppa, ich habe wieder mal weitergemacht. Aus Versehen euch nicht. Wir sind nicht weit gekommen, keine Angst. Ich habe jetzt auf stumm geschaltet, dass nicht immer dieses Düdüdüdüdüd kommt. Dass wir angenehm reden können. Wow. Oh, fahr um die Kurve, come on. Der ist richtig ungelenkig. So's. Ihr wisst ja, rote Ampeln sind egal. Also für mich. Bitte im echten Straßenverkehr nicht nachmachen. Oh oh. Guckt mal rechts oben. Die Tankanzeige. Oh. Die Tankstelle schickt der Himmel Soße. Vollbremsen. Ja, okay. Close. So, der Tank ist voll.
Der die Hupe nicht kennt, ich zeig's euch, wenn ich sie brauche. Obwohl, ich zeig's euch jetzt. Die ist so cool. Die ist so cool. Hem, das ist unrealistisch, so einen Koffer auf so einem Monster, sag ich mal, so einem XXL-Truck zu haben. Das ist irgendwie unrealistisch, aber jeder fängt mal klein an. Darum fahre ich ja auch so viel mit dem, weil eigentlich habe ich gar keinen Anreiz, den LKW zu fahren, aber wenn ich mal so richtig schwere Sachen transportiere, dann ist der Anreiz schon da, mit dem zu fahren. Also wenn euch dieses Video gefällt oder auch weitere von mir, von meinen Videos, dann könnt ihr mich ruhig, ihr wisst, was ich sagen wollte, könnt ihr mich ruhig abonnieren und dann, ich habe nämlich herausgefunden, dass ich nicht so stumm bin, sondern dass ich auch reden kann. No problemo. Ja. Nicht mal so 50 fahre. Junge, das ist richtig. Kann ja exzellent um die Kurve. Der Truck ist wirklich gut, um die Kurve zu fahren. Ja, okay. Manchmal hängt er fest. Aber man sieht den zerbrannten Benzin. Gut, noch 100 Kilometer. Ja, das ist toll hier. Und wenn ich so um die Kurve fahre, Soße. Will ich wieder mal auf Ampeln komplett nicht achten. Sind mir egal. Komm, gibt Dampf. Oh ne, jetzt gibt's wieder Regen. Beste. Junge, ich wäre fast in dem reingeprescht. Jetzt würde ich gerne mal da sein. Jetzt müsste es mal aufhören. Gut, jetzt brauche ich die Innen.
So. Jetzt muss ich nur irgendwie. Habrr. Guck mal, wo der feststeckt. Oh, das ist gut. Endlich mal was Schwerlastiges. Hey, der Qualm kommt vor allem raus. Ich will nicht wissen, was würde passieren. Oh, seht ihr? Die Qualmspur, wenn ich mal auf den Rasen fahre? Nee, hier sieht man es nicht so gut. Ah, Mist, ein bisschen weiter. Schönes Schwerlastgepäck. Und schön weit weg hier so. Ab nach Bremen. Wir können uns den Anhänger dann genauer anschauen, wenn wir draußen sind, beziehungsweise aus diesen Tunneln. Jetzt kann er wieder frei atmen, der Dieselmotor. So, das ist der Anhänger. Oh mein Gott, ist der riesig. Und ich glaube, wir sollten mit diesem XXL-Truck ganz vorsichtig, guck mal, wenn ich hier den Bordstein überfahre, dann merkt ihr, es ist irgendwie so. Okay, es passiert nichts. Glück gehabt. Ich habe wenig Interesse, dass der LKW hochfliegt. Die Blinker sind gewöhnungs... Sorry, aber ich mache mal kurz einen kleinen Cut. Das ist Screenshot-fällig. Das ist gut. So's. So. Das sieht gut aus. Habe ich überhaupt einen Screenshot gemacht? Ah, Hilfe. So's. So's. So, jetzt habe ich eins. Junge, wie er Dampf gibt, trotz. Ihr merkt, dass es nur auf einer Achse hier so festgemacht. Wirklich toll. Apropos toll. Ich muss mal was ändern. So. Mir gefällt das vorne nicht. Ist schon besser. Was ich noch mal schauen wollte, hier gibt es nämlich neue Achsen. Dann für die XXL-Version. Aber erstmal muss uns was richtig Schweres von A nach B bringen. So's. Jetzt ist das nämlich vorne nicht mehr da. Das sieht so cool aus, aber auch zugleich komisch. Beste, sie bauen einen Unfall. Hä, wieso geht der denn nicht? Ja, okay. Manchmal packt der. Hier kommst du nicht mehr heraus.
braucht Respekt. Guck mal, jetzt wird er hier festhängen und ich kann problemlos vorbei. Naja. Und jetzt. So. Überholen. Wir werden nicht die ganze Strecke schaffen. Also nicht wundern, wenn ihr mittendrin aufhört. Was macht der denn da? Brauchen wir dringend eine Tankstelle. Sehr dringend. Gut, 18 Kilometer. So, die Werbung ist rum. Ja, der Kasten hinten dran ist immer ganz toll. Oh. Nein, nicht abbiegen. Mal Dampf geben. Der Tank ist ruckzuck weg. Jetzt muss ich wieder tanken, leider. Nein, Spaß. Und mit dem einen Unfall bauen. Das kann brenzlig sein, besonders wenn der Tank angefasst wird. Für mich sind quasi die Autos nur kleine Spielzeuge, die ich in 0, nix wegkicken kann. Aber ein realistischer Maßstab. Was die Häuser angeht. Naja. Da gibt es Besseres. Also hängt davon ab. Manchmal ja, manchmal nein. Ja, okay. Irgendwann ist dann auch mal Schuss. Schluss. Man denkt, man kommt mit der Schnauze vorbei. Und dann ist es vielleicht nicht so. Dieser XXL-Tank. Endlich, dass es Tag ist.
Weil in der Nacht zu fahren ist nicht angenehm. Guck mal, der Tank ist schon ziemlich schnell auf gelb. Ah, ich muss abbiegen. Beste Abbiegung, schnell abzubiegen. Wow, das war jetzt eine Abbiegung, zu krass. Ja. Wenn das jetzt ein echter Tank wäre. Ich glaube, ich wäre dann nicht mehr am Leben. Also, wenn es im Spiel explodieren würde. Dann müsste ich mir einen neuen Wagen anlegen. Das ist jetzt mein wertvollstes und teuerstes Stück. Schon lustig für sich so das Ding hier. Die Reifen. Das sind vor allem nur zwei. So, da bin ich wieder. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wow, wow, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Puh, Glück gehabt. Was ist denn hier los? Junge, das ist ja ganz schön anstrengend, so einen Monster-Truck zu fahren. Kann man ja schon Monster-Truck nennen, finde ich. Mal überholen. So, ihr seht, meine App, die sagt noch 4 Minuten diese Spielzeit. Und da würde ich jetzt sagen, wir machen bei 4 Kilometern hier mal so eine Schlafpause, dass der Truck vielleicht schon richtig lange sich gegönnt hat. Und ja, ich würde mal sagen, tschüss, Lerkim Lol.